Was geht, Leute? Ich hoffe, jedem von euch geht es gut. Ich konnte endlich meinen eigenen Urlaub finanzieren von meinem eigenen Geld, ohne dass Mama oder Papa hilft. Und es war einfach cool. Es waren nur 3 Tage, aber trotzdem, wir sind back. Wir starten rein. Let's go! Zieh mal mit Kahn zusammen. Mit Kahn? Oliver Kahn? Ist der nicht so 60 oder so? Digga, was ist die? 25? Maximal 28? Damn. Hä? Hey. Nein. Das war nicht Olli. So ein Trottel, der hat den Kommentar sogar noch selber geschrieben. Wen nennst du Trottel? Ihn. Ah, heißt er auch Kahn? Okay. Selber Trottel. Ich hätte gedacht, es gibt nur einen Kahn. Nein, tust du nicht. Doch, ich habe den Vertrag schon unterschrieben. Tja, aber ich nicht. Doch. Ach nö. Von wem hast du den Mietvertrag überhaupt? Von dem. Ah, yo. Was für... Nein. Schaut ja nicht auf der linken Seite. Hey. Verdammt. Das Problem damit, wenn ich beim Schlafen Musik... Sind die jetzt zusammen, oder war das jetzt nur ein Gag? Weil ich schlafe ja zusammen im Bett. Frau und Mädchen, du weißt, was passiert? Juhu! Ja. Alles klar, danke. Ja, du störst! Hey, spinnst du? Wow, sorry, ich schlafwandel manchmal. Hey, du hast doch gar nicht geschlafen. Ja, und ich bin eine Lügnerin. Der Römer hat mich auf den Boden geschmissen? Nein. Warte, war das jetzt gelogen? Nein, war's nicht. Digga, wie bist du in meinen Gedanken reingekommen? Durch ihn. Was? Hä? Was geht, ihr Pisser? Ach so, und es kann sein, dass ich im Schlaf rede. Ja, Sam. Dreamcast in my podcast? Dreamcast in my broadcast, was auch immer? One of my exes. Jojo Siwa. Ich hasse dich, Digga. Erst das auf Sylt. Dann das im Landkreis Kloppenburg. Ein neues. Ausländer raus, guck mich mal an. Ich hab deutsche Pass, aber ich hab noch einen anderen Pass. Ich hab 2 Staatsangehörigkeiten. Aber Ausländer raus? Die Leute, die dein Haus aufbauen, die Leute, die dein Glasfaser legen, damit du schnelles Internet hast, die Leute, die Straße machen, damit du sicher und alles Mögliche fahren kannst, die Leitplanke reparieren, in den meisten Geschäften arbeiten, damit du Ernährung bekommst, alles Mögliche, sind alles Ausländer. Und du sagst, du willst sie alle rausjagen? Damn, also ich, Deutschland verblödet, ernsthaft. Skandalvideo verbreitet sich im Netz und da sorgt ein Biersäufer nicht nur in sozialen Medien für Empörung. Auch diese Szenen spielen sich am Pfingstwochenende ab, offenbar bei einem Schützenfest in Löningen. Hier singt Löningen, gleich ein kenn ich ganzer gar nicht. Pulk. Aber guck dir mal, wie wenig Leute da sind. Das ist eine Handvoll. Also, ich könnte alle auf eine Hand nehmen. Natürlich ein paar Idioten, die sich getroffen haben. Und da siehst du den Biersäufer. Da siehst du den Biersäufer, Digga. Pro Tag 10 Bier runtergejagt. Immer nur Bitboyer. Der Schützenverein distanziert sich im Nachhinein. Der Vorstand will bis zum Auftauchen der Videos nichts von den Texten gewusst haben. Nun ermittelt der Staatsschutz. Hey. Alter! Weißt du, wie reich du sein musst, um 2 Zimmer zu verschwenden? Oben und unten, um ein Trampolin reinzumachen, ohne Kinder zu haben? Um nur ein bisschen Spaß zu haben? Der macht sogar einen Balken rein. Ah, ne, okay. Okay, der hat doch Kinder. Guck dir mal, wie perfekt diese Schaumdinger aussehen. Ich kann mit die, ich glaube, eins von den Dinger Minimum 10 Euro. 10 Euro und er schmeißt gerade 500 rein. Bro, die haben einfach alle so viel Asche. In Deutschland kriegst du ein Haus für 500.000 Euro. 5 Zimmer. Der hat für 500.000, glaube ich, 20 Zimmer bekommen. Beim ersten Tornado fliegt das Haus weg, aber trotzdem. Hey, girls, ready? Also, aber das ist Traum. Das ist einfach ein Traum. Phone pit. Just free. Just free. Just free. Just free. Just free. Coming in from the corner. And we'll be all set free. Also, bei dem wird dir nie langweilig. Hundertprozentig. Kann ich mir nicht vorstellen. Einfach krass. Guten Morgen, ich habe heute leider alle meine diese eine Lehrerin an jeder Schule. Einen Film.
Warum geht das nicht? Ach Mist, ich hab die Klassenarbeiten vergessen. Nee. Also ich kenne die Lehrerin, die weiß nicht, wie Produkte in, oder nicht Produkte, aber Sachen in der Schule funktioniert. Das kenne ich. Nächste Woche schlechte Neuigkeiten, heute Morgen. Und das mit den Klassenarbeiten kenne ich auch. Ja, irgendwas ist dazwischen gekommen. Morgen ist mir mein Kaffee auf die Klausuren gefallen. Man kann sie nicht mehr lesen. Ihr bekommt einfach alle eine 3. Plus. Hm, 3 plus würde ich safe mitnehmen. Denn ich weiß ganz genau, ich habe mindestens 6 oder 5 geschrieben. Guten Morgen. Heute machen... Nein! Ich habe heute keine Nerven dafür, Julius. Während ihr... Hä? Was hat Julius gemacht? Ich mal kurz vor die Tür. So. Dann Bro, einfach mal kurz... Oh, das Leben ist wieder besser. Wir an mit... Ach Gottchen, ich habe vergessen, meine Katze zu füttern. Okay, das ist persönlich noch nie passiert. Warum geht das nicht? Kann mir bitte einer helfen? Die Magnete halten nicht. Das ist eine Glastür. Und die hat noch nicht mal blonde Haare gehabt, Digga. So, wenn man ehrlich. Wer auch immer so eine chaotische Lehrerin hatte, einfach mieskritisch. Guten Morgen. Sorry, Mama und Papa, es tut mir leid. Entweder wird das jetzt richtig geil, oder es war die dümmste Idee, die ich hier in meinem Leben hatte. Und ich weiß, Freunde, wir haben alle... Bro, hat die gerade Müsli so gehalten, dass es nicht ausläuft? Das war doch komplett Müsli. Hat die Schwerkraft verändert, oder was? Was war da los? Ich habe darauf gewartet und der Tag ist endlich gekommen, an dem ich diese ganzen Müsli-Schalen, die ich über 6 Monate lang gebastelt habe, endlich an meine Wand hängen werde. Doch bevor... Wer will Müsli-Schalen bitteschön an seine Wand hängen? Die Dinger verschimmeln doch! Hä? Stehe ich jetzt auf dem Schlauch? Bevor wir das machen, weil ich es ansonsten ein bisschen langweilig fände, malen wir erstmal noch die Wand an. Und ich glaube, uns allen war klar, dass wir pink nehmen, es oder? Es gibt kein Zurück mehr. Es tut mir so leid, Mama. Papa. Und ungelogen, bevor ich mit diesen ganzen DIY-Projekten angefangen habe, muss ich meinen Eltern versprechen, dass... Digga, hätte ich sowas gemacht, ich habe direkt Schelle bekommen. Direkt. Gürtel wäre ausgepackt. Jedes Mal, wenn ich vorbei... Gürtel, ich muss mein Zimmer rennen und abschließen. Wenn ich ausziehe, dass ich diese Wand eigenhändig nochmal überstreichen muss. Aber Freunde, auch das nehme ich in Kauf, denn meine Wohnung... Was macht die bei Mama und Papa immer? Und ich hatte erst kurz bedenkt, ob Pink vielleicht ein bisschen zu krass ist, aber es passt perfekt in meine ganzen Farben von meiner Wohnung rein. Denn meine ganzen Möbel sind entweder weiß oder... Die hat doch gerade gesagt, bei Mama und Papa. Jetzt ist sie ihre eigene Wohnung. Ich check nichts mehr. Die will uns, glaube ich, verarschen. War grau und ich habe so ein paar Kissen, die sind halt so pink-rosa und es passt mega gut dazu. Ich habe auf jeden Fall erstmal so einen großen Streifen gemalt, denn da möchte ich später dann die ganzen einzelnen Müsli-Schalen draufkleben. Und dann fand ich das allerdings noch ein bisschen zu weiß und habe dann angefangen, so überall so Punkte hinzumalen. Und Leute, als ich da gestanden hatte, ich hatte wirklich gar keinen Platz mehr. Aber ja, hier ist jetzt das Endergebnis. Schreibt mir, wie ihr es findet. Und im nächsten Part kleben wir dann endlich die Schalen. Eine pinke Kuh, Digga. Eine pinke Kuh. Fertig, Schluss aus. Sorry, Mama. Schaffe ich es, schneller als die Bahn zu sein? In 2 Minuten kommt die nächste und ich habe mich schon mal warm gelaufen, denn gleich... Ha! Wäre schwarz, Digga, hätte einen extra Boost bekommen. Ist einfach so, ist nicht rassistisch. Ist einfach so, Bro. Es ist schnell gehen. Hier ist die Bahn. Jesse steigt ein und filmt von innen. Ich warte, bis die Bahn hält und die Türen aufgehen. Und sobald das der Fall ist, klatsche ich die Bahn einmal ab und laufe los. Okay. Aber von wo? Von hinten oder vorne? Straßenseite. Zuvor bin ich die Strecke einmal abgelaufen und es gibt tatsächlich ganze zwei Ampeln, die grün sein müssen, damit das Ganze klappt. Erste Ampel. Digga, einfach über die rote Ampel laufen. Digga, 60€ Strafe nehmen. Fertig. Wir machen hier eine Challenge. Die Polizei wird wahrscheinlich Verständnis dafür haben. Geskippt, das ist schon mal wichtig. Die Bahn ist nun auch losgefahren und mir auf den Fersen. Doch leider nach 30 Sekunden Vollsprint. Ich kann nicht mehr. Trotzdem 30 Sekunden Vollsprint, kannst du nicht mehr. Hier seht ihr Jesses Perspektive und hier seht ihr meine wunderbare Kameraführung. Und hier der Zug, der mich langsam aber stetig... Wer der es schafft, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, denn es sieht nicht so aus. Der Zug ist schon so weit vorne. Einholt. Doch ich gebe nochmal alles. Zählt das nun? Der Zug war im kompletten Stopp. Die einzige Sache, wo nicht auf war, war die Tür. Für sein Ego sage ich, es zählt. Für mich? Ich bin noch skeptisch. Ich hab's geschafft. Gegen welches Fortbewegungsmittel soll ich als nächstes ein Duell machen? Great. Nur mit Klebeband, Zange und einem Kreuzaufsatz habe ich mein Auto vor einem Motorschaden gerettet. Ich fuhr gemütlich auf der Autobahn, als plötzlich meine Motortemperaturanzeige blinkte und schlagartig anstieg. Auf dem nächsten... Okay. Als Kfz-Mechatroniker, Ex-Kfz-Mechatroniker... Entweder ist ein Schlauch geplatzt und er verliert Kühlflüssigkeit, irgendwas ist verstopft über die Zeit, irgendwas ist innen drin kaputt gegangen und er hat das so repariert, aber ich gehe davon aus, dass er Kühlflüssigkeit verliert und er das Klebeband nimmt und drüber tesert und den Kreuzdingsbums, um eine Schelle abzumachen.
Wasserpumpe zangen, weil der Schlauch einfach fest drauf ist. Guck mal. Nächsten Rastplatz angehalten, sah ich nach Öffnen der Motorhaube, dass der Motor mit ölverschmutztem Wasser vollgespritzt war. Ein Kühlwasserschlauch war geplatzt. Um das Leck zu finden, füllte ich einen kleinen Schluck Wasser aus und sah sofort, wo das Wasser aus dem Schlauch herauslief. Normalerweise ist das Problem mit einem neuen Schlauch in 5 Minuten behoben. Allerdings lag mein gesamtes Werkzeug und die wichtigsten Ersatzteile in meiner Garage, da ich Anschiegrad für die kommende Rallye vorbereitet bin. Einzig eine Rohrzange, die ich zum Lösen der VW-Klemmschellen nutzen konnte, hatte ich dabei. Mit der sperrigen Rohrzange. Also die VW-Klemmschellen, da hast du ein spezielles Werkzeug eigentlich dafür. Sind gefährlich, Digga. Wenn du die mit Wasserpumpe zank machst, Digga, gefährlich, sag ich einfach nur so. Etwas schwierig, jeder VW-Schrauber kennt diesen Kampf, kam ich dann doch irgendwie an die Schelle und konnte den Schlauch herausnehmen. Zum Glück hatte ich noch nicht mein komplettes Auto ausgeräumt und fand in einer Kiste selbstverschweißendes Klebeband, womit ich euch ans Abonnieren erinnern und meinen Schlauch provisorisch flicken konnte. Weil die Klemmschlauch... Okay, selbstverschweißendes Klebeband, ja. Schellen von VW ohne das richtige Werkzeug etwas schwierig einzubauen sind, schaute ich in meinem Sortiment nach einer passenden Schraubschelle und einer Möglichkeit, diese festzuschrauben. Eine kleine Kreuzstecknuss, die zusammen mit einem Steckschlüssel lose im Kofferraum herumflog, halfen mir, die Schelle festzuziehen. Nachdem ich noch etwas Wasser holte, dieses auffüllte und der Test im Stand gut verlief, nutzte ich den Heimweg als erfolgreiche Probefahrt. Ratsche fährt wieder, Temperatur ist super. Nur mit Wow! Applaus für den Bre. Applaus!